Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Video. Hier ist euer Dr. Scamp und heute habe ich für euch ein Replay, bei dem ich meinen XP-Rekord gebrochen habe. Und das habe ich mit den Astron Rex geschafft, den neuen Premium-Panzer, den man jetzt bei dem BT-Event in den Kisten bekommen hat. Ich hatte da etwas Glück, habe den bekommen und ja, spiele ihn sehr gerne, der gefällt mir. Dazu kommt auch im nächsten Video, aber heute gucken wir uns dieses Replay hier an, dieses Gameplay und schauen, was für ein unglaubliches Gefecht ich hatte, dass ich meinen XP-Rekord nach über 40.000 Gefechten mit diesem Panzer hier brechen konnte. Und wir sind hier in einem 6er-Gameplay. Und 6er-Gameplay auf chinesischer Mauer heißt eigentlich so viel wie, hey, das sind 6er-Panzer und keine 10er, da kriegt man weniger EP, wenn man die beschießt, im Vergleich zu 10ern. Also muss ich hier viel mehr tun, um die EP zu erreichen. Und das gucken wir uns jetzt hier an. Also, ich fahre hier immer unten hin. Hier vorne kann man sehr gut mit der Gun Depression vom Astron Rex und Turmpanzerung spielen und deswegen bewege ich mich direkt hierhin. Im Gegnerteam haben wir einen Skoda T56. Das ist eigentlich der einzige wirklich starke Gegner, der mir enorme Probleme bereiten kann. Mit dem Rest kommt man eigentlich relativ gut klar. Und wenn einem das bewusst ist, weiß man auch, man kann auch mal ein bisschen mehr Druck geben. Natürlich darf man immer aufpassen. Ja, man ist hier kein Super Heavy, kann nicht so viel Panzerung abhaben und kann deswegen sehr schnell mal in die Garage gehen, wenn man daneben spielt. Und hier fängt schon der ganze Spaß an. Also, hier ist ein Type 64, der hier schon mal hochbiegt, kassiert ein bisschen vom Kometen, die beschießen sich und meine Entscheidung ist, hey, ich fahre da direkt hin. Ich sehe, das Skoda ist hier im 6, ist hier nicht beschießbar und hier runter zu fahren, das macht sowieso keinen Sinn, weil da steht man in einem Kreuzfeuer. Deswegen war die so cool. Okay, gucke ich nach einem 6? Ah, nee, doch nicht. Okay, hier ist ein Panther, ab zum Panther. Man muss aufpassen, natürlich hier oben ist was, aber wir fahren hier direkt raus. Geben den ersten Hit und versuchen den Schuss zu tanken. Schaffen es auch, er schießt in die Unterwanne, verschießt. Schießen hier auf den Type 64, hier kommt noch ein Skoda raus. Ich stehe hier vor drei Gegnern und ich habe jetzt nur noch zwei Schuss. Repariere meine Kanone, die bouncen allesamt. Schieß hier nochmal schön den Panther in die Kette, so dass er nicht wegkommt. Versuche ihn nochmal zu tracken, schaffe es und jetzt bin ich im Reload. Ich habe jetzt 1600 Schaden, ich habe 5 von 5 geschossen. Und muss jetzt reloaden, diese 30 Sekunden lang. Panther wird rausgenommen, mein Track Damage. Und wir warten, bis der Reload durch ist. Wir sind bei der Hälfte, sehen, der Skoda fährt jetzt weg. Der Type 64 wurde auch getötet. Und jetzt können wir vor. Zusehen, unser Reload, dass unser Reload so langsam durchgeht. Langsam voran, abwarten, zusehen. Und jetzt, wo der Reload fast komplett durch ist, fahre ich raus. Verschieße den ersten Schuss auf den Skoda, relativ unglücklich. Schieße ich hier den zweiten in den Skoda, der versteckt sich hinter der Super Hellcat. Fahren auf die Super Hellcat raus, schießt, geben ihr noch einen Hit. Nehmen erstmal schön in Ruhe den Skoda raus, bevor er anfängt hier zu klippen. Und hier habe ich zu spät einfach schießen können, da der 4 Sekunden Intro-Clip natürlich dann ja, sich zeigt und muss hier in den Reload. Stell mich hier vorne an so einen sehr, sehr interessanten Punkt. Man hat hier so eine quasi Safe-Stelle, die habe ich in diesem Gefecht für mich entdeckt. Kann hier quasi an den T-34-2 mich safen, kann von ihm nicht beschossen werden, kann von hier oben fast gar nicht beschossen werden. Also wenn die vorfahren würden schon, aber man sieht, die fahren nicht vor. Und hier oben haben wir die TDs stehen, die auf mich fahren könnten. Ich sehe, dass der T-34-2 rausfährt. Gib ihn auch noch schön in die Kette, kassiere ein bisschen Track Damage. Kann ihm den zweiten Schuss geben und sehe direkt, hey, auf mich fährt der WZ raus. Was muss ich machen, damit er mir möglichst wenig Damage gibt? Ich gebe ihm den Trackshot. Gib ihm den Trackshot, er repariert ihn ein. Ja, da kann ich nichts mehr machen. Gib ihm den zweiten Schuss und kann ihn halt mit dem dritten Schuss ohne Probleme jetzt rausnehmen. Hab jetzt zwei Kills dadurch gemacht und habe jetzt 3800 Schaden. Ich stehe hier vor zwei gegnerischen Panzern. Hier ist einer, hier oben ist irgendwo noch einer. Unsere drücken endlich da oben durch und ich bin hier im Reload. Und habe einfach dieses unglaubliche Glück, dass mein Team wirklich das hier alles komplett sein lässt und mich hier oben unterstützt. Nur deswegen kann ich da stehen, deswegen kann ich nicht gepusht werden. Ja, kann natürlich jetzt meine HP relativ gut safe, habe jetzt nur einen Schadensschuss bekommen und habe schon 3800 Damage. Hier die Su, ich gucke, okay, kann ich die Kette irgendwie rausziehen, ohne dass ich kassiere, geht nicht. Die Su guckt jetzt auf mich und hier ganz vorsichtig an der Ecke, sie verschießt, wir nehmen sie raus. Und jetzt gehen wir auf die Super Hellcat drauf. Jetzt muss die Super Hellcat das zu spüren bekommen. Wir nehmen jetzt uns einfach unseren vierten Kill hier raus, ohne Probleme, im Auto-Aim, easy going. Und drehen jetzt einfach um und fahren zurück. Hier oben ist der M6 aufgegangen. Leider für mich, der ist wirklich relativ früh aufgegangen. Ich habe jetzt 4 Kills. Wir haben 5000 Schaden in einem 6er Gameplay.
Ja, wir haben wirklich einen großen Teil des Teams einfach schon alleine zerstört. Alleine der Panther hier, der fast durch mich rausgegangen ist. Die Zoo, Super Hellcat. Ja, und hier schaffe ich es nicht mehr zu schießen. Ich drücke noch auf den Schuss, der wird aber in dem Moment getötet. Und ich habe leider unnötig einen Schuss verbraucht. Und jetzt fahre ich hier hoch und hier kommt das Unerwartete. Der WZ geht auf. Und das habe ich einfach null erwartet. Natürlich versuche ich hier hin und her. Er gibt mir leider den Hit. Ich bin jetzt auf 829 HP. Töte ihn und ich weiß, hey, ich muss jetzt reloaden. Ich kann jetzt nicht einfach so rausfahren. Ich habe jetzt 5 Kills. Und mein Problem ist einfach nur, dass der Skoda T56 relativ viel HP hat. Deswegen muss ich reloaden. Mir reichen da 3 Schuss nicht. Und wenn er mich zweimal pennt, bin ich tot. Und ich will natürlich das Game jetzt nicht versauen. Ich bin bei 5700 Schaden in einem Astron Rex. Ich habe nur noch 7 Schuss überhaupt übrig. Und ich überlege mir, okay, wo kann ich hin? Ich sehe, hey, der Skoda geht da hinten auf mit seinen 1200 und ich kann jetzt einfach hinfahren. Er tötet den Garde und ich kann Vollgas zu dem Skoda fahren. Ich meine, die Arti ist relativ egal. Mein Ziel ist jetzt natürlich, möglichst viel Damage reinzubringen. Und vielleicht noch ein Kill mitzunehmen, um auf 8 Kills zu kommen. Hier geht die Arti auf, die Superhellcat schießt der Arti ein, gibt der Arti einen mit und ich kann natürlich dann den Hit mitnehmen, blow up auch noch die Arti und somit haben wir jetzt den Krieger und 5800 Schaden. Der Skoda T56 brennt den VK3601H ab und wir versuchen mit all unserer Geschwindigkeit mit den 44 km/h nach vorne jetzt diesen Skoda zu nehmen, um auch noch auf 6000 Schaden zu kommen, um zu schauen, wie hoch schaffen wir es denn noch, wie viel Schaden kriegen wir noch rausgezogen aus diesem Gefecht. Fahren hier vor, Körnchen den Trackshot, den ersten leider in die Tracks gesetzt und jetzt der erste Hit. Er kassiert hier schon, zweiter Hit und mit dem letzten Schuss im Magazin, indem er zurückfährt, nehmen wir den dritten Hit raus, haben 7 Kills. Wir haben 6800 Schaden in diesem Gefecht gemacht. 7 Kills. 2 Schuss sind noch übergeblieben von 30. Und ja, das war das Gefecht. Mein XP-Rekord auf den Account, auf dem Panzer. Ein wirklich geiles Gefecht, was mir richtig Spaß gemacht hat. Und das war alles live auf Stream. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst gerne Like und Abo da. Und verpasst nicht weiterhin solche Gefechte. Bis zum nächsten Mal, euer Dr. Scamp. Ciao, ciao.